Herzhafte, knusprige Putenoberkeule aus dem Ofen. Ach Herz, was willst du mehr? Dazu eine leckere Tomatenspecksoße, Kartoffeln und ein erfrischender Gurkensalat. Wie ich dieses delikate Gericht zubereitet habe, darum geht's in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Wenn ihr dieses Gericht nachkochen wollt, benötigt ihr folgende Zutaten. 1 Kilogramm Putenoberkeule mit Knochen, 150 Gramm Speckwürfel, eine große Zwiebel, ein gehäufter Esslöffel Tomatenmark, 3 Tomaten, 4 Wacholderbeeren, etwas angedrückt, 3 Gewürznelken, ein Lorbeerblatt, 1 Teelöffel Thymian, 1 Teelöffel Rosmarin, 1 Teelöffel Majoran, 2 Esslöffel Paprika Edelsüß, 700 ml Wasser und Salz und Pfeffer. Alle Zutaten können wie immer unter diesem Video nachgelesen werden. Die in Würfel geschnittenen Zwiebeln und die Gewürze können schon vorbereitet werden. Die kommen etwas später zum Braten, wenn er im Ofen ist. Das Fleisch auf beiden Seiten mit Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß würzen. Die Speckwürfel in einer heißen Pfanne kurz anbraten. Wenn sie eine rosige Farbe angenommen haben, kommen sie in eine Auflaufform. Obendrauf wird dann die Putenoberkeule gesetzt und mit ca. 500 ml Wasser angegossen. Und schon geht's in den Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 40 Minuten. Nach ca. 20 Minuten kommen die Zwiebeln und die Gewürze dazu. 10 Minuten vor Garzeitende wird der Ofen auf 220 Grad eingestellt, die Putenoberkeule noch mit dem Saft etwas übergossen und 10 Minuten lang weiter gebrutzelt. So erhält sie eine schöne, krosse Haut. Jetzt wird die Putenoberkeule kurz entnommen und die Soße passiert. Das Ganze deswegen, damit die Wacholderbeeren und die Gewürznelken besser herausgefischt werden können. Die Zwiebeln und den Speck dann in einem separaten Topf, in dem wir dann die Soße zubereiten können. Tomatenmark dazu und mit dem aufgefangenen Saft wieder auffüllen. Dann noch die klein geschnittenen frischen Tomaten dazu und die Soße ca. 10 Minuten bei geringer Hitze köcheln lassen. Da die Soße jetzt noch sehr flüssig ist, wird sie mit etwas in Wasser aufgelöstem Mehl angedickt. Alles nochmal 4 bis 5 Minuten lang köcheln. Jetzt kann der Knochen aus der Putenoberkeule herausgelöst werden. Dazu die Putenkeule auf die Oberseite legen und entlang des Knochens vom Fleisch mit einem Messer ablösen. Wenn das geschehen ist, kann sie auf die Unterseite gedreht werden und nach Belieben in die Stücke geschnitten werden, die ihr gerne haben möchtet. Da muss nur noch angerichtet werden und so sieht das Ganze dann aus. Und ich kann euch sagen, das ist wirklich mega lecker. Eben echte Hausmannskost. Apropos Hausmannskost. Weitere Hausmannskost findet ihr hier oben in dieser Playlist. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.